Die Erfolgsstory Star Trek ist noch lange nicht am Ende. Nein, sie ist zu ihrem Ursprung zurückgekehrt. Alle Trekkies unter uns warten gespannt auf die Geschichte, mit der alles begann. Ich konnte es nicht glauben, als der Barkeeper mir sagte, wer Sie sind. Was wollen Sie von mir, Mann? Und endlich ist es soweit. Krone TV mischt sich bei der Kinopremiere in Österreich unter die Gäste, um herauszufinden, was von Scotty, Pille und Spock hängen geblieben ist. Ihr Vater war 12 Minuten lang Captain des Raumschiffs. Er rettete 800 Leben. Darunter auch Ihres. Ich fordere Sie auf, das zu übertreffen. Treten Sie der Sternenflotte bei. Ich weiß nur das Kennzeichen der Enterprise, NCC 1701. Moment mal, vielleicht geht's mit der Hand. Irgendwas mit The Force? Na, das ist Star Wars. Wofür steht denn das T in James T. Kirk? Das T? Oh je, jetzt hast du mich heute erwischt. Sie alle werden Angst bekommen. Angst im Angesicht des sicheren Todes. Fallschirm auslösen! Los, 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 los! Was he your favorite character? Sure, I don't know. I had a special spot for him, but probably Bones, because he was funny. And I come from comedy, and I like the funny. My favorite scenes in the original show were the scenes where Spock and Bones would argue. To me, that was, you know, I just loved it. That brinkmanship, that one-upmanship that they kept on, squabbling and bickering. And so it was really wonderful to get given the opportunity to play that. Du bist selbst in der Lage, über dein Schicksal zu entscheiden. Die Frage ist, welchen Weg wirst du einschlagen? Wer war denn für das Beamen zuständig? Scotty. Scotty, beam me up. There's no intelligence down here. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Hoffe ich auch. Was war denn der Spitzname von dem Schiffsarzt? Vom Schiffsarzt? Jesus, na, warte mal. Ach du Schande. An welche Charaktere können sich denn erinnern? Uhura. Und? Und Spock und McCoy und Sulu und Was ich besonders geil gefunden habe, war mir dieses... Wir haben einen Notruf empfangen. Ich warte schon mein ganzes Leben auf diesen Tag. Den Tag der Wiedergutmachung. War sie nicht mehr. James T. Kirk war ein großartiger Mann. Aber das war ein anderes Leben. Anti, Baby. Na, weg. Live long and prosper. Torpedo sichern. Ausweichmanöver. Alles abfeuern. Krone TV, das musst du gesehen haben.